Heute interviewe ich Maria Erich und Lukas Reiber, zwei Schauspielerinnen und die NachhaltigkeitsbotschafterInnen des Deutschen Filmpreises. Was verbindet ihr persönlich mit dem Thema Nachhaltigkeit? Damit verbinde ich Notwendigkeit mittlerweile. Also auch irgendwie traurig, dass es dazu kommen musste, aber so die letzten Generationen, so ab der Industrialisierung wurde halt ordentlich auf die Kacke gehauen. So langsam nimmt es halt Einfluss aufs Klima und Nachhaltigkeit nicht nur, was jetzt das Klima angeht, was ich sehr schön finde, sondern auch beim sozialen Aspekt, Inklusion, Diversität und so, die Themen, die dazugehören, auch die interessieren uns, die interessieren auch uns als Botschafter für Nachhaltigkeit, für den deutschen Film. Neben all dem, was du gerade gesagt hast, finde ich eben auch, spürt man auch selber, ich für mich privat zumindest, dass ich es leid bin, irgendwie dieses ganze schneller, höher, weiter immer mit mir rumzutragen. Und mir fehlt es auch so ein bisschen, die Nachhaltigkeit auch im privaten und im psychischen Sinne irgendwie mit einzubauen und zu verbinden. Und ich hoffe, dass wir das als Nachhaltigkeitsbotschafterinnen und Botschafter das auch hinbekommen. Wie ist es denn in der Film- und Unterhaltungsbranche derzeit? Wie nachhaltig ist sie gestaltet? Naja, es wird immer besser. Es ist aber auch noch ein sehr weiter Weg. Also zum Beispiel, was mir positiv auffällt, ist, dass früher war es so, dass wenn man, sagen wir, man lebt in Berlin und man dreht in München, dann wäre man halt kurz vorher irgendwie von Berlin nach München geflogen. Mhm. So. Das machen wir jetzt eigentlich in der Regel nicht mehr. Mhm. Also zumindest die jungen Leute, ich weiß nicht, wie das... Da ist es schon angekommen. Da ist es angekommen, wir fahren dann Zug. Wenn man jetzt zum Beispiel Film hört als Außenstehender, hat man oft so das Gefühl, es ist eben viel Glamour. Und natürlich, wenn man das so sieht, dann gibt es eben den Filmpreis und einen roten Teppich und alles ist irgendwie Hochglanz. Aber wenn man arbeitet und dreht, dann ist es eben oft sehr messy und dann muss es schnell gehen. Und früher war es auch so, dass es dann eben viele Wegwerfprodukte gab, zum Beispiel irgendwie Becher oder so, die man halt irgendwie einmal benutzt hat und dann weg. Und jetzt langsam wandelt es sich dahin, dass man seine eigenen Sachen mitbringt und so. Also es sind so die kleinen Dinge zumindest, aber natürlich wollen wir da irgendwie auch noch ein bisschen mehr gestalten. Also wir erzählen ja auch Geschichten für die Gesellschaft, wir bilden sie ab und damit haben wir auch ein bisschen die Verantwortung, wie wir Geschichten erzählen. Also das ist auch so Teil des Plans, Nachhaltigkeit auch in die Geschichten zu verweben, authentisch, jetzt nicht irgendwie zwanghaft oder die künstlerische Freiheit einzuschränken, sondern das authentisch einzubinden, eine Message mitzusenden für die ganze Gesellschaft. Deshalb ist es schon sehr wichtig, also Film ist ja auch irgendwo immer dieses, wo man irgendwie dann raufguckt, so Stars, Glamour und so. Deshalb, also es ist ja eine Branche, die sehr beobachtet wird von der ganzen Gesellschaft und deshalb ist es super schön, dass sich da was tut und der deutsche Film halt nachhaltig wird. Ja. Und man spürt das. Und ihr wurdet jetzt beide mit Lea van Acken noch als NachhaltigkeitsbotschafterInnen ausgewählt. Jetzt mal kritisch gefragt, was befähigt euch denn zu dieser Position? Wir drei sind zumindest in unserer Altersstufe, ich glaube, wir sind schon diejenigen, die sich am meisten damit beschäftigt haben. Also ich meine, wir haben alle keine Ausbildungen oder haben auch nicht studiert in die Richtung, aber letztendlich sind wir halt SchauspielerInnen und wir haben eben die Möglichkeit, da was zu verbinden. Mhm. Ich denke, dass das schon natürlich Qualifikation genug ist. Ich bin aber auch selber schon mein ganzes Leben lang Autodidaktin und denke, dass wenn man was anpackt, was einen wirklich interessiert, dass man dann da auch wirklich was bewegen kann. Ich glaube, es ist halt einfach ein aufrichtiges Interesse, so wie du schon meintest, und dadurch ist es halt authentisch. Mhm. Und am Ende tragen wir die Botschaft nach draußen und fangen jetzt an, uns mit der Produktion der Deutschen Filmakademie so zusammen Pläne auszutüfteln und so. Also wir sind einfach neben der Schauspielerei, sind wir da jetzt noch so mit drin in dem Team und wollen da was verändern und Anregungen schaffen. Wir haben wirklich auch ein paar Ideen, die wir gerne umsetzen würden. Inwiefern das dann wirklich funktioniert, da müssen wir uns dann mit allen, die da wirklich den Hut aufhaben, auseinandersetzen. Zum Beispiel, keine Ahnung, mit dem Fahrrad zum Set fahren oder so. Da gibt's halt dann, das wäre eigentlich so easy, weil normalerweise wird man eben abgeholt mit dem Auto vom Hotel oder von seinem Zuhause und wird dann eben zum Set gebracht. Zum Beispiel mit dem Fahrradfahren oder was weiß ich, wäre toll, hat dann aber wieder Konsequenzen, weil man dann überlegen muss, wie ist derjenige, der oder die dann fährt, versichert in dem Moment. Ja. Ne? Also das sind alles so Sachen, die man erstmal ausklamüsern muss. Ja. Was spielt denn Nachhaltigkeit für euch im Leben eine Rolle und wo gibt es Entscheidungen, wo ihr tatsächlich auch auf diesen Nachhaltigkeitsaspekt richtig schaut? Also wenn ich ganz ehrlich bin, vor 5 Jahren oder so, war das alles noch nicht so
präsent in meinem Leben. Also grundsätzlich war das schon immer so. Wasser sparen, Strom sparen. So bin ich groß geworden. So Licht aus, wenn man den Raum verlässt. Ja. Wir verschwenden keine Lebensmittel, es wird nichts weggeschmissen, es wird eher repariert als neu gekauft und so auch irgendwie auf Qualität geschaut. Das ist so der Grund, die Basic, so die habe ich schon als Kind einfach. Mhm. Da, danke Mama und Papa, dass sie mich so erzogen haben. Und dann so in den letzten Jahren kam, wurde halt das Thema überhaupt erstmal durch Fridays for Future einfach sehr, einfach mal benannt, auch ganz klar mit Fakten. Wo sind die Probleme? Was sagen Wissenschaftler? Und dann gab es ja immer mehr Informationen, was kann man eigentlich machen? Und dann kam sowas für mich dazu, wie zu nachhaltigen Strom- und Gasanbietern wechseln, die Bank wechseln. Also man ist abgetaucht in das Thema und hat verstanden, klar, da, wo ich mein Geld anlege, da passiert ja was mit dem Geld. Es liegt ja nicht nur da, es wird investiert. In welche Projekte? Also all das. Und dann guckt man, okay, wir haben ein Problem mit Plastik. Das war, vor 5 Jahren hat man da auch noch nicht so drüber nachgedacht. Da bin ich auch noch geflogen. Mhm. Mittlerweile bin ich seit Jahren nicht mehr geflogen. So. Und nehme mir dann die Zeit, auch wenn ich irgendwie nach Frankreich einen Surfurlaub will, dann fahre ich da mit dem Zug hin und mache da eine Action draus. So. Und das ist halt total schön. Und das ist so Stück für Stück in mein Leben rein. Und ich würde auch jedem empfehlen, und jeder, seid ehrlich mit euch. Das ist so die Basis, von der man ausgehen sollte. Wo stehe ich eigentlich? Was weiß ich eigentlich schon? Was ist so mein Antrieb? Und dann möglichst ohne Druck und ganz ehrlich mit sich selber Stück für Stück was verändern bei sich. Mhm. Bei mir hat es eigentlich angefangen, ich bin 2018 auf einer Weltreise gewesen und habe dort verschiedene Länder besucht und mit ganz vielen verschiedenen Leuten gesprochen. Wir haben eine Dokumentation darüber gedreht und da gab es eben verschiedenste Ansatzpunkte, die mich interessiert haben und auf die ich dann irgendwie aufmerksam geworden bin. Also sei es jetzt die Meere. Ich war zum Beispiel bei einem Schildkröten-Rescue-Projekt, wo dann die wirklich täglich mehrere Schildkröten aus dem Wasser geholt haben, die irgendwie in Plastik eingewickelt gewesen sind. Und all das eben dann zu verstehen, wie sich das dann auch wieder wie so ein Schneeball eben auswirkt auf die ganze Gesellschaft, auf die Menschen dort und aber eben auch das mit dem Fliegen und so weiter. Das sind alles Dinge, die dann so nach und nach, wenn man einmal den Stein ins Rollen gebracht hat, dann ist es halt da. Dann kannst du es auch nicht mehr wegradieren aus deinem Kopf. Und bei mir fing das dann eben so an, dass ich gedacht habe, Mann, ich muss doch irgendwie versuchen, wenn ich jetzt arbeite, das irgendwie auch so nachhaltig wie möglich zu gestalten. Und zum Beispiel, seitdem ich wieder da war, habe ich auch auf so Presseveranstaltungen und auf irgendwelchen Gala-Events auch nur noch nachhaltige Designerinnen angezogen und habe dann wirklich gedacht, das muss man jetzt endlich schaffen, dass es irgendwie auch da ankommt, weil das ist auch so wichtig. Und ich glaube, da gibt es so viele Ansatzpunkte, wo man wirklich reingerätschen kann und sagen kann, jetzt, das ist unsere Zeit, wir müssen das jetzt verändern. Das war das Interview mit Maria Erich und Lukas Reiber. Wenn ihr mehr sehen wollt, zum Beispiel die Spießer Kissenschlacht, dann klickt ihr hier oben. Wenn ihr zum letzten Video kommen wollt, dann hier unten. Und auf den Kanal kommt ihr hier rechts neben mir.